hab ich dich schon gesehen. Trage heute keine Hose, geh im Schlafanzug spazieren. Das finde ich dufte und auch so hab ich nichts zu verlieren. Komm frisch aus Las Palmas, war zum Essen in Wien. Gib dir noch ein Küsschen, dann geht's weiter nach Berlin. Bin nicht die Schickeria, denn das Wort ist nicht mehr in. Ich fahr nur Ski, hab nen Rolls-Royce und mein Chauffeur ist blind. Ich mag keine faulen Leute, doch für mich gibt's nichts zu tun. Die Welt steckt in der Krise, es ist je Zeit, sich auszuruhen. Ich komm frisch aus Las Palmas, war zum Essen in Wien. Gib mir noch ein Küsschen, denn ich hab Geld von dir geliehen. Elisabeth Bessie, Gräfin von Brühl. Ich habe unlängst auch eine Gräfin gespielt in einer bekannten Musiksendung und ich hatte was ganz anderes an, das ist ja tierisch. Bessie, als ich hörte und viele Leute hörten, dass du kommst, war natürlich die erste Frage, sag mal, ist das wirklich eine Gräfin oder wie ist denn das? Also hast du richtig so mit Exzellenzen, Eminenzen, Residenzen, Turbulenzen und Differenzen zu tun oder ist das mehr ein beruflicher Titel? Nee, das hat vor allen Dingen mit Turbulenzen zu tun, das ist kein beruflicher Titel. Mein Vater ist Graf. Wo übt er denn den Beruf aus? Oh, meistens zu Hause. Also du bist eine wirkliche Geborene von Brühl. Ja, genau. Und inzwischen gehört es ja zum Namen. Insofern ist es ja nichts Böses mehr. Ich meine, du hast ja ein sehr auffälliges Äußeres. Ich nehme an, du kommst aus der Schweiz, wenn ich mir die Landschaft so ansehe. Bist du so das bisschen so das schwarze Schaf in der Familie? Wie ist denn das so bei Gräfin? Wenn, also ich meine, hübsch und so, aber eben ganz anders, als man sich so eine Caroline oder sonst wen vorstellt. Ach, das schwarze Schaf bist du eigentlich immer, ob du jetzt Gräfin bist oder nicht, wenn du sowas machst. Stimmt, auf deiner neuen LP, die Prinzessin auf dem Mond, oder wie heißt, vom Mond? Prinzessin auf dem Mond. Ja, da beschreibst du ja so ein bisschen eine Frau, die so ein bisschen ausflippt. Bist du so wie die Prinzessin? Ja, eigentlich schon. Ich wäre lieber Prinzessin als Gräfin.